Gut. Ja, schön. Aber schön, dass wir das jetzt geklärt haben. Ja, super. Spannend. Ja, bleibt eigentlich das größere Problem immer noch übrig. Nämlich, Ja. wie verhält sich das Ganze dann in unserer unendlich großen Welt? Und wie persistieren wir die Scheiße? Das kommt nämlich noch dazu. Das ist beim Komponentenmodell nämlich ein bisschen komplizierter als bei Interfaces, bei normalen. Das stimmt. Ja. Oh, Any-Integration in Octo. Hatte ich ja schon mal in einer der Special-Folgen. Habe ich ja ein Ameisenmodell reingeladen. Duck me. Die unendliche Welt finde ich jetzt gar nicht mal so Problem, weil Naja, dir ich. geht es wieder ums permanent Simulieren und nicht Und Kollisionen. All diese und Probleme. Kollision. Ich Also mal das mal ich würde auf. ja mal Oh mal Gott, auf. ich kann nicht mehr gerade Linien malen. Zu viel Energy Ich Drink. Ich mache jetzt Zickzack-Linien. Ich ja, möchte. Zucker von Donuts und Energy Drinks. Ja, Donuts habe ich So gar keine fängt's an. gegessen. Das ist, die stehen nur hier. Ich habe sie aber nicht gegessen. So. Genau. Ich finde halt, ja, genau, ich bleibe meinem Ansatz oder dem, was ich vorher halt schon gesagt habe, treu. Ich würde erstmal vom Grundsatz her aus nichts permanent simulieren. Das ist prinzipiell Und okay, aber permanente Objekte müssen anders behandelt werden, da sind wir uns einig. da sind wir uns einig. Da habe ich jetzt heute bringe ich jetzt bring regelmäßig übrigens kein Geld dafür, dass ich Minecraft regelmäßig nenne. Bringe ich einfach wieder die Minecarts als Beispiel. Von mir aus können auch andere bewegliche Objekte. Was bei Minecraft ist das nämlich tatsächlich, das ist etwas, was die falsch machen. Bei Minecraft kommt das nämlich als Problem vor, auf dem Server auch. Ich schicke mein Kart los und nach einer gewissen Reichweite bleibt mein Kart stehen. Und fährt halt erst wieder weiter, wenn ich nah genug dran bin. Ist halt dämlich, wenn du zum Beispiel eine vollautomatisierte Strecke haben willst. Oder bei dir auf dem Minecraft-Server gaben dann ja irgendwann diese Chunk-Loader, die den Chunk aktiv halten. So, Genau. das ist mal ein Negativbeispiel, finde ich, bei Minecraft. Sodass man natürlich klar sagen muss, wenn ein Objekt einen Permanentstatus haben muss, dann muss ein gewisser Teil der Welt um ihn herum muss ja aktiv sein oder bleiben. Genau, das ist die Frage, wie das funktionieren soll. Also wir haben Ja, das diese ist eine Welt hier, spannende ne? Ich Frage. mache jetzt einfach mal überall Entitäten hin. So, das sind können Vögelchen und Eichhörnchen und was weiß ich. La 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 la, ist ja auch wurscht. So, und irgendwo steht der Spieler. Der steht, sagen wir mal, hier. Das ist der Player. Das heißt, der Chunk, wo der Player drin steht, der ist eh da und der läuft auch. Das ist alles easy. Also So. die Kästchen sind Chunks. Okay. Ja, ich will es mal als Chunks. Okay. Okay, das sind Chunks. Okay. So, das heißt, im Moment laden wir ja ohnehin einen Umkreis von, keine Ahnung, Sichtweite halt. Also ich mache das jetzt mal, weil wir nicht so viel Platz haben. Nehme ich jetzt einfach mal die umliegenden 9. So, das ist der Bereich, der aktuell geladen ist und auch simuliert wird. Sagen wir mal. Und jetzt ist es so, dass der Player sich ja bewegt. Sagen wir mal nach. Ist der Stream weg? Kann das sein? Nee, ich hab ihn noch. Ich hab ihn Okay, noch. Ich alles hab ihn noch. klar. Der Gutmann Patrick hat mich abonniert. Herzlichen Dank, lieber Patrick. Herzlichen Dank. Das ist Ich würde mich nach rechts bewegen, da haben wir ein bisschen mehr Platz zum Malen. eine richtig gute Idee. Ja, Also, wir ne? bewegen uns nach rechts. So, und dann wird automatisch der Krimskrams hier hinten entladen. Und wir bewegen uns Richtung gestrichelten Bereich. So, dann steht nämlich der Spieler da nachher und dieser Bereich wird simuliert. So. Gut. Also so viel zu, wir haben nur ein permanentes Objekt, das ist nämlich unser Player. Genau, so weit, so gut. Ja, wie soll das aber funktionieren, wenn wir jetzt weitere permanente Nasen haben? Und vor allem, Nehmen was wir mal. soll mit denen hier passieren am Rand? Die gibt es ja auch noch. Genau, also nehmen wir mal an, jetzt wäre hinter dem XP-Spieler, weil der läuft ja gerade nach rechts, in dieser Punktehärte wäre jetzt eine permanente Identität. Ja. Dann muss die Simulation wissen,
dass ich nehme jetzt einfach auch mal aus Gewohnheit die 9, dass dieser Chunk-Bereich eben geladen bleiben muss. Ja. Ja, aber der muss ja auch weiter Das heißt, simuliert werden. Das heißt, wir richtig. simulieren nicht mehr einfach rund um unseren Player, sondern wir brauchen irgendwo einen Pool an Chunks, die simuliert werden müssen. Genau. Und da kommen wir aber zu einem Problem, das Minecraft eben auch hat, nämlich der Speicher, weil, sehen wir an, das sind, ist eine Herde voller 100 Schafe, Ja. die um unser permanentes Objekt, keine Ahnung, unseren Gefährten, den wir abgestellt haben, unseren Schäferhund, den wir abgestellt haben, der ist permanent und die Schafe sind ja nicht permanent. In dem Moment werden die ja quasi auch permanent, auch wenn sie diese Komponente nicht haben, weil sie werden ja trotzdem simuliert, weil der Chunk sich ja nicht entlädt. Nehmen wir an, wir haben noch einen zweiten Schäferhund. Wie viel verkraftet unser Spiel denn eigentlich ressourcentechnisch? Ja, okay, das ist ja eine Skalierungsfrage. Die Frage haben wir uns ja Okay. auch schon gestellt. Also, das soll jetzt nicht unser Problem sein, weil es muss simuliert werden. Es hilft ja nichts. Wenn wir definieren, dass es Es simuliert wird, hilft dann muss nichts. das erstmal her, ja. Aber man könnte zum Beispiel auch sagen, dass halt einfach eine permanente Komponente einen kleineren Bereich simuliert als zum Beispiel der Spieler. Ja, aber das würde ich jetzt auch nicht so pauschal sagen, sondern die Permanent-Komponente Ja. sagt einfach, wie viel drumherum. Ja, das ist gut. Das passt eigentlich. Okay, das bedeutet, wir haben hier irgendwo eine kleine Liste von Permanent Chunks quasi. Genau, Oder die. Simulated Chunks. Wo ist jetzt mein Stift? Da. Das mache ich auch wieder in weiß, damit man es wieder schön lesen kann. Das heißt, wir haben hier irgendwo eine Liste von Active Chunks. Genau, die müssen simuliert werden. So, und die werden, je nachdem, wo der Player sich bewegt, werden die hinzugefügt oder entfernt. Den Ansatz, den wir beim letzten Mal hatten, das war ja das Subscriber-Modell quasi. Also in dem Moment, wo der Player hier ist, subscribt er die neuen um ihn rum. Und wenn er hier rüber wechselt, unsubscribt er diese drei hier hinten und subscribt die hier vorne. Genau, und jetzt muss man halt von einem anderen Konzept aus, in dem die Simulation überprüft, hat der Chunk ein permanentes Objekt. Es ist ja nicht nur ein Chunk. Du musst ja auch noch bedenken, dass Okay. die Entität potenziell von einem Chunk in den nächsten springen kann. Dann anders, dann baut man auf das Subscriber aus. Wird ein Chunk aktuell abonniert von einer permanenten Entität? Ja, genau. Das ist ja die Definition der aktiven Das ist die Chunks. Aussage. Genau. Das heißt, man muss hergehen und Chunks überprüfen und sagen, hallo, bist du gerade abonniert worden? Das heißt aber, beziehungsweise, nee, man kann Der Ansatz ist umgekehrt. Du kannst nicht alle da Chunks abfangen. umgekehrt, wir haben eine Liste an permanenten Identitäten Ja. und lesen daraus aus, welche Chunks abonniert wurden. Ja. Weil nur so macht's ja Sinn. Ja, deswegen, also wenn der Spieler hier hinkommt, dann abonniert er einfach mal 2b bis 4D. So, in dem Moment, wo er rüber wechselt, kündigt er das Abo für die Spalte B und Ja. kriegt die Spalte E dazu. Achso, die sagt hier gerade schon, Abonnentenzähler. Das hatten wir ja auch schon implementiert, das hat ja auch schon funktioniert mit unserem Bauzi-Konzept. Das ist ja gut. Das heißt, das hier fliegt raus und da kommt dann ein 2C bis 2E rein. Beziehungsweise, die bleiben drinnen, also es wird natürlich pro Chunk D und abonniert. Also es ist jetzt nicht so, dass man so, solche Ranges angibt, sondern Ja, man abonniert sie wirklich. aber gerade fürs Beispiel passt. Und der Ja. Abonnentenzähler, so wie es Azuli jetzt gerade sagt, ist jetzt natürlich, wenn wir hier unseren Schäferhund stehen haben, der SH, dann abonniert der, sagen wir mal, nur diesen einen Bereich. Auch wenn das ein bisschen unrealistisch ist, weil Dinge sich halt aus dem Bereich rausbewegen können. Also wir müssen dann auch nochmal unterscheiden zwischen aktiven Chunks, also dem Bereich, der wirklich simuliert wird, und dem trotzdem geladenen Bereich, weil es, wie gesagt, diesen Umstand geben kann, dass ein Objekt aus dem Chunk rausspringt mit dem letzten Update. Das heißt, wir brauchen, also es gibt quasi um ein Objekt rum drei Zonen, kann man sagen. Eine nicht geladene, eine vorgehaltene und eine aktive. Und die vorgehalten ist dann wahrscheinlich einen Chunk breit, die geladen sein muss, damit, wenn Entitäten da reinspringen oder laufen,
dass die dann trotzdem noch richtig persistiert werden, weil wir ja Entitäten pro Chunk persistieren. Also mit dem Chunk mit persistieren. Das heißt jetzt in diesem Modell würde der Schäferhund genauso, also der Schäferhund genauso viele, nur das mittlere abonnieren. Dann hätten wir jetzt B2 aktiv aktuell und halt eben C2 bis 2E und effektiv vorgehalten werden aber von 1A, also halt Ich einmal ein mal's mal Kringel ein. außenrum Ja, und ja. einmal ein Kringel um XP quasi. Im Grunde ja. Ich mache das mal hellblau. Das heißt, der Schäfer. Hellblau kann man hier so schlecht sehen. Nehmen wir mal irgendeine tolle Farbe wie. Roter, lila. Lila. Das heißt, der Schäferhund markiert für sich den Bereich, die vorgehalten werden. Schöner Wortwitz übrigens. Ne, ist egal. Den ich gerade völlig verrafft habe, was? Der Schäferhund markiert für sich seinen Bereich. Oho, cool, ja. Ja. Und Es der ist spät Spieler abends. hat einfach eine größere Range, der markiert sich dann diesen Bereich hier. Richtig. Genau, und das hatten wir ja im Prinzip auch schon, genau so. Weil irgendwer, ich glaube, der Paul hat gerade geschrieben, dass ja, wenn irgendwas raushüpft, es entladen wird. Und das ist genau der schwierige Moment. Wenn also Objekte aus dem aktiven Bereich in den nicht simulierten Bereich hüpfen. Dann muss der Bereich, wo sie reinhüpfen, trotzdem aktiv sein. Ansonsten kriegen wir sie nicht mehr persistiert. Genau, der wechselt also seinen Status von vorgehalten zu aktiv. Und Genau. wo er gerade drin war, wird von aktiv zu vorenthalten. Und die Vorenthaltenen, die rausfallen, werden entladen. Richtig. Also ein drei, man muss immer drei Stufen an Schritten quasi durchgehen nach einer Bewegung, wenn ich das jetzt mal so versinnbildlichen. Ist die Frage, ob man. Ja, im Grunde schon. Also du hast die Active Chunks und die. Fuck. Mist, 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 wo bist du? Da. Ich bin leider auf die Taste gekommen. Da sind alle Tasten drin. Also Active Chunks haben wir und wir haben. Oh! Jacobs! Dankeschön fürs Abonnieren! Hihi. Active Chunk haben wir und wir haben den. Wie nenne ich sie denn? Loaded. Loaded Chunks. So, das heißt, in unserem zweiten Fall, also ich mache das mal hier, jetzt gehen wir von dem zweiten Fall aus, haben wir. Achso, wir haben jetzt aber keine Überschneidung, das fand ich viel witziger noch. Also bevor der Nee, Player naja, zum. wegläuft, also, Ne. ja, also den Reference Die Counter, den wollte ich noch ansprechen. Loaded Chunks haben wir schon überschnitten aktuell. Ja, Ja, das nee, stimmt. aktuell haben wir haben sogar, Ja, hast recht. je nachdem sogar auch aktive Überschneidungen. Ja, stimmt. Okay, also Player hat abonniert C2 bis E4. Der Schäferhund hat nur B2, weil es ist ein kleiner Hund. Aber loaded gibt es tatsächlich Überschneidungen. Da haben wir eben den Player, der sagt, ich bin von B5, B1 bis F5. Und jetzt ist das, was die Jungs hier gerade im Chat schon die ganze Zeit schreiben, ein Reference Count. Dass wir mitzählen, wie viele Objekte das entsprechende Objekt abonniert haben, damit wir nicht beim Deabonnieren von Objekt 1 die Referenz wegnehmen. Naja. Also das haben wir ja im Prinzip auch schon beim letzten Mal gemacht gehabt. Und der Schäferhund hat dann halt die A1 bis C3. Genau, das wäre so die Idee. Also dann sind wir im Prinzip wieder bei dem Konzept, wie wir es schon hatten. Julian muss gehen. Also, Der wieso Julian ist muss gehen. Julian? Ja, Julian muss gehen. Eine Ah, faule Mensch, Julian. Ausrede. Ist ja Mist. Ja, aber schön, dass du da warst. Freut mich und lass uns mal wissen, ob deine Prüfungen gut gelaufen sind oder weil da hast du, glaube ich, jetzt gar nicht mehr drauf geantwortet vorhin. Das wäre natürlich cool zu wissen. Genau. Ja, und das heißt, wir müssen diese Konzepte. Wir haben ja jetzt immer noch das Problem mit dem Global Chunk Cache und dem Local Chunk Cache. Also wir haben ja da ein bisschen optimiert und beim letzten Mal hatten wir dann das Ganze so ein bisschen kombiniert, sodass dann nämlich jedes Objekt einen Local Chunk Cache hatte, um sicherzustellen, dass die umliegenden alle da sind. Und beim Laden und Entladen der ganzen Chunks haben wir dann abonniert und deabonniert, wenn ich mich recht erinnere. Und das fand ich auch nach wie vor ein gutes Konzept. Ja, das könnte funktionieren. Trotzdem noch, ne? Könnte, ja. Ja,
kann ich gerade irgendwie nicht so das Urteil drüber bilden. Also von daher könnte er wahrscheinlich. Weil du nicht genau weißt, was ich da jetzt gemacht habe, oder weil du Nee, nee, noch eine offene mit Frage. Ruckel und also das hier, ja, läuft. Es ist natürlich immer die Frage nach der Performance, aber das sind ja Sachen, die jetzt später so funktioniert es auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt, dass das Konzept so funktioniert. Gut. Sehr gut. Ja, dann können wir das doch mal so machen, hä? Würde ich sagen, lass das mal quasi so umsetzen. Ja? Sollen wir wirklich coden heute noch? Also ich weiß nicht, wie lange willst du denn streamen? Oder hast du So denn geplant? 10, halb 11. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Tatsächlich. Ja, dann hätten wir noch ein bisschen Zeit. Ich will halt nicht, also lass mal vielleicht gucken, dass wir nicht übertreiben, weil Ja, das ist. gestern Abend schon sehr spät nach Hause gekommen. Und heute Morgen früh auf. Das heißt, ich merke es leicht an der Stimme, aber ich bin dabei. Ich mache bis zum Schluss mit, aber ich möchte es bloß anmerken. Ah, Leute im Chat auch. Sehr Also gut. gut. 22 Uhr und dann Andi ist cool. ab ins Heia. Ich bin für 10, damit wir um 10:30 fertig sind. Okay, ist noch Zeit fürs Kochen. Indeed. Der Pit, Pitit hat mich abonniert. Das finde ich schön. Herzlichen Dank. Ja, also, ist immer so lustig. Ich höre ja dadurch, dass wir hier auf dem Teamspeak sind, höre ich dich ja immer sofort, bis das Bild dann mal soweit ist. Achso, du hörst mich eher. Ich weiß gar nicht, wie viel Delay es da Ja. hat. Ach, das hält sich in Grenzen. Also man kann ganz gut. Ich bin ja eh, ich habe mich gerade zurückgelehnt und gucke ja ganz entspannt ja quasi den Stream und labe ein wenig. Ja, ich wirke ja mit. Schön. Heute sind wir eigentlich so rein diskussionstechnisch sind wir sogar richtig produktiv, möchte ich mal Ja, festhalten. ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir da jetzt gemacht haben. Vor allem, dass wir jetzt auch wirklich wichtige Umentscheidungen gemacht haben, weil das ist jetzt nämlich anders als beim letzten Mal. Weshalb wir es jetzt Definitiv. sogar nochmal alternativ implementieren. Und ich finde sogar, dass es aus Modder-Sicht eine viel bessere Entscheidung ist. Ja, Definitiv. jetzt kommt hier Petit folgt jetzt. Ah ja, da ist er. Sieh es. Ach, schön. Ja, finde ich, und es macht ein bisschen Wett, was wir beim letzten Mal nicht so wirklich hier die Ach, mach dir keine Gewichtspielerei. Sorgen, das ist doch Quatsch. Ich meine, wenn du Ich nicht einen weiß, ich Code mach's doch, drinsteckst, ach. ich mach da immer bloß immer, ich mach da immer bloß ein bisschen Witze. Das ist Bitte, doch. bitte. Gut, also, Witcher, Witcher. dann Genau, fangen wir dann einfach mal wollen wir an, doch. ne? Ja. Würde ich sagen. Wo Wollen Sie das fängt man? behalten? Ja, unbedingt. Also, wir haben das da. Das ist das Komponentenmodell und das hier ist unser Caching-Modell.